Willkommen liebe Community, es ist Freitag, es ist 8.30 Uhr und damit natürlich wieder Zeit für ein paar Blicke in die tickenden Charts, in die Handelsideen zum Wochenausklang heute hier. US-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar, kanadischer Dollar und in dem Nebenbereich mal wieder ein kleiner Wert Euro, tschechische Kronia. Ja. Auch unser tschechischer Nachbar ist dazu gut, den ein oder anderen Währungstrade einmal im Portfolio umzusetzen, wer das gerne mag. Natürlich. Danke an die guten Morgengrüße und von meiner Seite auch immer wieder die Einladung, wer Fragen hat, wer einen Wunschmarkt analysieren lassen möchten. Bitte einfach hinein in die Chats. Sie haben die Chance, hier jeden Morgen auf Facebook, auf der Tickmill Deutsch Seite oder auch für diejenigen, die uns im Webinar über go to zuschauen, nutzen Sie es ruhig. Wir machen das hier sehr, sehr gerne. Für Sie, das passt, Alex, sehr schön. Ich freue mich, dass das Webinar zur Routine wird. Es ist einfach Handelsvorbereitung. Das, was ich hier jeden Morgen offen zeige, ist Handelsvorbereitung für das fx Trading uh, mehr oder weniger. Das heißt, das muss natürlich von jedem noch so ein bisschen, ja, sage ich mal, individuell angepasst werden, gerade was das Thema auch der Nachrichten angeht. Wir schauen ja hier immer nur auf einen kleinen Teil der möglichen Nachrichten. Währungspaare sind natürlich auch immer von individuellen Nachrichten abhängig. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier Europa, also das heißt Deutschland, wenn wir uns Großbritannien und USA anschauen und es kommen halt Nachrichten von den Notenbanken aus Kanada oder wir kriegen Informationen aus der Schweiz, dann gehört das natürlich zu den Aufgaben eines Händlers, dass er auch diese Nachrichten mit auf der Uhr hat und das Stück für Stück checkt. Gerade dann, wenn die Trades doch in den kleineren Zeiteinheiten laufen sollen, dann kann das natürlich durch die Nachrichten immer mal zu starken Kursausschlägen kommen, die in kleinen Zeiteinheiten dann blöde Ergebnisse zur er zum Endergebnis rausziehen können. Aber das muss jeder für sich selbst lernen. Das ist die Zeit, da ist die Börse der beste Partner, den man haben kann. Wir schauen hier an dieser Stelle weiter. Natürlich zuerst einmal zum Risikohinweis. Sie wissen es, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Was heißt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Jetzt sehen wir hier noch mal ganz kurz den Überblick auch das für jede Woche Freitag. Das heißt, es gibt wie immer Handelsideen. Wir machen den Wochenausblick, also wir schauen, was nächste Woche an Nachrichten kommt, was die Märkte möglicherweise bewegen kann. Anzahl der Analyse der großen Indizes machen wir auch. Ja, das schauen wir uns dann gleich an. Und im Thema Know-how heute wieder mal ein bisschen zum Thema Trading mit den Charts. Go with the flow, keep it simple and stupid. Das ist das Thema für das heutige. Zweit oder für den heutigen zweiten Teil im Webinar. Da mache ich übrigens wie immer hier für meine Zuschauer auf Facebook noch ein zweites Video. Das heißt, da gibt es nachher einen kurzen Break, ein, zwei Minuten, dass ich umstellen kann und dann haben wir beide Videos separat auf Facebook. Das wurde so gewünscht und da richte ich mich natürlich gerne nach, weil das Ganze einfach leichter zu handhaben ist. Ronny, danke für die guten Morgengrüße. Also, ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt mit der klassischen Marktvorbereitung weiter. Heißt also hier, an dieser Stelle die Nachrichten schauen wir uns einmal mit an. Ich muss nur ganz kurz mal schnell noch die aktuellen Nachrichten von China mit reinholen. Die haben wir heute morgen äh, schon die entsprechenden Zahlen gebracht für die Importe Exporte und die Handelsbilanz. Das ganze hole ich mir gerade mal auf meinem ähm, rechten Monitor. Deshalb, äh, linken Monitor, deshalb schaue ich gerade so ein kleines bisschen rüber hier. Habe ja nicht nur einen Monitor, ich brauche zum Traden ein bisschen mehr. Ich sitze ja nicht vor zehn Monitoren, habe insgesamt, naja, jetzt sind es drei, vorher waren es vier. Der dritte ist ein bisschen größer geworden, aber es ist halt so, ich möchte gern alles sehen und aus diesem Grund geht der Kopf hier immer mal ein bisschen nach rechts und nach links. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz da, ob wir die Daten hier schon haben. Also auf alle Fälle sehe ich mal die, na, das ist Japan gewesen. Moment, da fehlt hier noch was im Filter. Wir wollen ja China haben. Kurzen Augenblick. So, live ist live. Anwenden und los geht's. Also, China hat gemeldet. Die Daten sind noch nicht raus. Okay, gut. Dann sind die Daten noch nicht gekommen. Hier steht zwar 7 Uhr, aber die scheinen ein bisschen später dran zu sein. Ist wie es ist. Okay, an wichtigen Nachrichten bekommen wir heute dann um 14.30 Uhr den Erzeugerpreisindex aus den USA. Dann gibt es ein paar Reden, äh, beziehungsweise. Beziehungsweise die Informationen zu den äh, COT-Berichts heute am Abend, wie immer. Wir haben im Laufe des Tages die Treffen oder das Treffen der EU-Finanzminister. Also es gibt hier so ein bisschen was am Rande des Tages mit zu bekommen. Aus Großbritannien gibt es eine Rede um 10.30 Uhr. Das sind alles, wie schon gesagt, Dinge, die haben keine ganz so stark hohe ähm, Relevanz. In, äh, in Großbritannien wird das Thema Brexit mittlerweile wieder öfter mal besprochen. Da geht es ja hin und her momentan. Kommt ein Hardliner an die Macht oder doch jemand, der das Thema Brexit nochmal mal anders angehen will. Also das Hin- und Herspiel ist dort noch lange nicht vom Tisch. Ich bin mal gespannt, was hier am Ende aller Tage bei rauskommt, wenn das Thema jemals dazu da ist. Okay, Andreas, du schreibst, die Daten kommen äh, erst um 9 Uhr. Ah, dann habe ich hier die falschen Daten. Okay, ich habe die UTC-Zeiten. Das ist richtig. Die sind ja zwei Stunden hinterher. Danke äh, für den Hinweis. Also für diejenigen, die darauf schauen wollen die Daten von China kommen hier äh, um 9 Uhr. Das haben wir gerade rausbekommen. Da muss ich mal schauen, warum wir hier die falschen Daten über die API geliefert bekommen. Das bekommen wir aber raus. Das sollte hier kein Problem sein. Machen wir weiter mit den Charts. Das heißt, wir gucken in die heutigen Handelsideen. Hier ist gerade jetzt noch offen äh, der Euro Austral oder den Trade, den haben wir ja oder die Handelsidee, die haben wir ja miteinander äh, besprochen. Wenn wir nachher die Luft haben, gucken wir uns mal die Trade-Umsetzung in meinem Portfolio an. Deswegen ist der Chart hier offen ähm, als kleine Erinnerung. Es ist hier wieder, also ich bin da immer so happy, wie gut das an den Märkten funktioniert, wenn man die Märkte richtig liest und äh, die, die, die Wahrscheinlichkeiten auch eintreffen. Es ist immer wieder. Ja, grandios. Den Trade Schweizer Franken habe ich auch gemacht. Der lief im Naja plus minus Null raus. Da war der Markt dann ein bisschen zickig, aber strategisch gewesen. Ähm, können wir da auch mal drauf eingehen, wie das Ganze lief. Falls das von Interesse ist, einfach mal hier einen kleinen Vermerk in die entsprechenden Chats rein, ob man da mal reinschauen möchte. Ansonsten machen wir einfach weiter mit den Handelsideen von heute. Schauen wir mal zuerst in die Nebenbereiche rein. Das heißt hier, Euro. Tschechische Krone. Haben wir nicht so oft auf der Uhr, aber manchmal schon vor kurzem war es so gewesen. Da hatten wir hier den Markt auf der Uhr, als wir hier unten diesen Bruchbereich hatten. Wir haben jetzt hier, ich mache den Chart mal kurz ein klein wenig kleiner, dass wir etwas mehr Historie sehen. Wir hatten am Anfang, wo wir das ganze Setup hier drüben besprochen haben, mit der unteren Range hatten wir auch die obere Range mit da. Das heißt, hier ist ja viel, viel Weg drinnen gewesen, wo man gut und gerne mal einen Inbound Range machen konnte, äh, in, ein In-Range-Trade so rum. Das heißt, hier zwischen oben und unten, unten und oben zu traden, das bietet sich in so breiten Spannen ja auch an. Äh, und ähm, dann haben wir hier allerdings dann gehabt den Bruch der ganzen Geschichte. Und wo hat das Ganze seinen Support gefunden? Schaut mal rein, hier unten, da war mal eine Unterstützungszone, die hat hier wieder gehalten und seitdem schiebt es die Märkte richtig gut nach oben. Allerdings, was ist durch diesen Bruch geschehen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wenn man mal schaut, wie der Trend momentan läuft, das ist halt auch nachher Thema Go With the Flow. Das heißt, wenn wir einfach mal dahin laufen, wo das Geld den Markt geschoben hat, dann sehen wir halt, dass sich hier ein Abwärtstrend gebildet hat in diesem Bereich, der jetzt an sich in einer sehr, sehr tiefen Korrektur steht. Heißt also an dieser Stelle, der Markt hat hier unten rumgedreht und hat seitdem nur Käufer auf der Seite gehabt. Und jetzt wird es sehr, sehr interessant zu sehen, was hier kommt. Wir laufen tief in die Korrektur rein. Ja? Das heißt, prallen wir hier oben ab. Oder kommt jetzt vorher schon ein Umkehrsignal, hier zum Beispiel mit Kursen unter dem Tagestief von gestern, dann wird dieser Trend, den wir hier unten laufen haben, sehr schön zu sehen in den kleineren Zeiteinheiten, der wird gebrochen. Das heißt, diese Gegenbewegung ist ja sozusagen durch einen Trend äh, entstanden oder beziehungsweise vollzogen worden, den man sehr gut sehen kann. Und wenn dieser Trend bricht, dann haben wir hier an dieser Stelle halt die Chance, die Gegenseite wieder ranzulaufen. Und wenn wir den Trend mal betrachten, dass sich ein Trend in der Regel eher mal fortsetzt, als dass er zusammenfällt, haben wir doch eine Chance, ein ganzes Stückchen nach unten mitzunehmen. Das heißt, was wir hier im Blick halten müssen, ist einfach, was ist jetzt nach oben hin passiert. Das heißt, hier an dieser Stelle schieben wir hier drüber oder kommt es zum Abprall. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn es nicht dazu kommt, dass wir bis hier hochlaufen, sondern vorher schon rumdrehen, dann sollten wir uns nach unten orientieren. Ja? Übrigens, auch wenn wir das Ganze jetzt nach oben durchbrechen, wer im kurzfristigen Trading dabei sein möchte, nach so langen Bewegungen kommt oft auch mal ein Stückchen was an Korrektur. Das kann man durchaus für den einen oder anderen Trade nutzen. Meine Sache sagt sich aber hier an dieser Seite, schau auf den Trend, weil wir haben hier eine Nebenwährung und die läuft immer schön in Zügen nach oben und nach unten. Und deswegen gucke ich einfach, was die kleineren Zeiterhändler hier auch machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir blicken hier rein in die Stunde und da sehen wir, was ich gerade auf Tagesbasis auch gesagt habe. Es ist einfach sehr, sehr gut zu verfolgen. Wie sich der Markt hier hochentwickelt hat. Schaut es euch an, hier unten ist der Markt schön rumgetreten und hat angefangen nach oben zu trenden. Und hier immer Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, diese kleinen Zacken. Und dann sehen wir auch sehr, sehr schön, wo wir interessante Staubereiche haben. Und wir sehen halt auch, wo dieser Trend gebrochen wird. Das heißt, wenn wir hier unten drunter laufen, unter diese Marke von 25,563 in etwa, dann ist dieser Aufwärtsschub erst einmal beendet heißt nie, dass wir jetzt dann stracks nach unten laufen. Aber wir wissen, mit dem Aufwärtstrend ist erstmal irgendwas nicht mehr in Ordnung. Ja, mit solchen Gedanken kann man dann arbeiten, dann Handelssetups entwickeln und wenn sich dann hier ein Gegentrend bildet, also ein Gegentrend zu diesem Schub, heißt halt ein Trend in Richtung des übergeordneten Tagescharts, dann kann man hier reingehen, ja. Und wenn man sich dann noch fragt, okay, wenn ich jetzt meine Position hier unten eröffne, falls sich hier ein Abwärtstrend bildet, ne? An welcher Stelle ist denn die Abwärtsdynamik wieder mit kaputt? Dann weiß man doch am Anfang schon, spätestens, wenn die Kurse hier oben drüber steigen, geht es wieder aufwärts, dann ist mein Trade nicht mehr da, mein, mein Trade hat keine Legitimation mehr. Das heißt, man sieht doch an solchen Stellen auch sehr, sehr schön, wo kann ich reingehen, wo muss ich aus dem Trade rausgehen, wenn es gegen mich läuft, weil dann wieder die andere Richtung gespielt wird. Und das Dritte ist, wo finde ich denn, wenn ich den Trade eröffnet habe, Parteien, die mir helfen, meinen Trade zu schließen. Das können wir alles aus diesen Charts herauslesen. Sehr schön hier zu sehen, auch beim Euro-Tschechische Krone hier im Stundenchart. Also das hier an dieser Seite zur Euro-Tschechischen Krone. Und dann gehen wir in die anderen Währungen rein. Heißt an dieser Stelle, wir blicken jetzt mal wieder auf US-Dollar, kann-Dollar. Die hatten wir, ich glaube, buf, vor guter Woche haben wir das Thema mal besprochen. Da allerdings haben wir reingeschaut in den Wochenchart. Das hat auch einen gewissen Grund gehabt, warum wir hier in den Wochenchart geschaut haben. Und zwar aus der Tatsache, dass wir hier unten ein Tief gehabt haben, um die Marke von 6,77. Dann gab es eine Gegenbewegung, die haben wir schön gesehen hier in dem trendlichen Verlauf des, des, des Tagescharts. Und dann sind wir hier unten drunter gelaufen. Schaut, ich zoome das mal kurz noch etwas weiter rein. Wir sind definitiv hier. Unten unter diese Marke gelaufen. Und was wir hier jetzt sehen, ist megamäßig interessant auf Tagesbasis, weil wir laufen gerade wieder unten rein. Als ich vorhin die Vorbereitung fertig gemacht habe, da standen wir noch direkt dran. Das heißt, wir müssen hier mal fix sein, dass wir wieder zurück in den Tag gehen, weil wir beleuchten jetzt einfach mal den Tageschart. Was haben wir hier? Der Tageschart lief halt runter, ganz normal, unter dieses alte Tief. Das heißt, technisch ist jetzt auf der Wochentrendbasis ein Abwärtstrend da. Und jetzt haben wir hier die ganze Zeit Seitwärtsbewegung gehabt. Das heißt, wir hatten eine obere Range-Begrenzung, wir hatten eine untere Range-Begrenzung. Das hat auch das In-Range-Trading wieder möglich gemacht. Aber im großen Bild haben wir halt Abwärtsdruck. Ne? Wir haben von der Woche her, der Markt schiebt runter, der Tag schiebt runter. Und jetzt haben wir hier eine seitwärts laufende Korrektur gehabt. Und wir sind jetzt hier in der Lage zu sagen, was passiert denn am Markt, wenn wir sozusagen hier unten drunter laufen. Wir brechen jetzt sozusagen gerade hier unten durch diese Tiefs durch. Das ist quasi eine Fortsetzung dieses laufenden Abwärtstrends nach einer Seitwärtskorrektur. Ja, wenn man das mal so sieht, das klassische Chartmuster, wer den ein oder anderen Artikel im Traders Magazin von mir auch schon gelesen hat, das ist für mich eine, 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 eine bärische Flagge, eine tiefe bärische Flagge. Das heißt an dieser Stelle, das ist ein Korrekturmuster für eine Trendfortsetzung mit bärischem Charakter. Das haben wir hier. Und das Ganze, wenn das bestätigt wird, das schauen wir uns auch gleich an, wie wir so eine Bestätigung mitfinden können, das können wir dann nehmen, um nach unten weiter zu traden. Und da müssen wir einfach schauen, wo geht es denn hier jetzt hin? Ja, und das sehen wir halt, wo sind Anlaufpunkte? Nummer eins, wir haben einen sehr, sehr großen Anlaufpunkt an dieser Stelle, nämlich hier unten. Dieses Low, was wir hier drüben gehabt haben im September 2018, das war hier. Das kann man sogar noch ein Stückchen weiter rüberziehen. Das Ganze hier drüben sehen wir es auch. Das ist schon ein Bereich, der hat eine Marktrelevanz gehabt. Das könnte als Unterstützung dienen. Das heißt, es ist viel, viel Platz zum Geldverdienen da. Was gibt es noch? Jetzt sind wir unter dieses Low hier drunter gelaufen. Nächster Ansatzpunkt wäre dann hier quasi diese Marke hier, wo wir ein bisschen so reingespiked sind, wenn wir uns diesen. Trendverlauf nach oben hier anschauen, war das halt mal ein Korrekturtief? Möglicherweise gibt es hier Halt oder Druck, das wird sich zeigen, aber auf alle Fälle ist das etwas, wo wir möglicherweise ähm, ja, mal besser genauer hinschauen sollten. Ein Stückchen tiefer haben wir dann den weiteren Fakt, ziehe ich mal das Ganze noch ein Stückchen tiefer, hier haben wir auch noch eines der Korrekturtiefs liegen. Die sind halt noch da und möglicherweise kommt es hier zu Handelsaktionen, weil dieser starke Schub hier hat ja noch nicht alles abgeräumt, was unten ist. Und die Frage, wer nach uns verkauft, kann halt an solchen Stellen durchaus auch beantwortet werden. Das zeigt uns hier, US-Dollar kann Dollar. Und wenn wir jetzt mal diesen Schub, diesen Bruch uns hier unten anschauen und wir eine Bestätigung haben wollen. Dann sehen wir einfach, dass wir stundentechnisch hier schon wieder leicht nach unten trenden. Das heißt, wir haben hier tatsächlich den Abwärtstrend da. Einmal in diesem größeren Bild hier. Na, das sehen wir hier. Der Trend geht jetzt tatsächlich nach unten. Wir haben einen Abwärtstrend hier in dieser größeren Basis. Also was ich hier in blau skizziert habe. Ich ziehe das mal noch kurz rüber für euch. Das haben wir jetzt hier. Wir haben fallende Hochkurse und wir haben auch fallende Tiefkurse an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier den Abwärtstrend am laufen und das ist eine gute Geschichte, weil wir sehen, der Trend geht nach unten hin und wenn wir uns jetzt hier mal den Bewegungstrend anschauen, das ist das, was wir hier sehen. Hier gab es einen kurzen Spike, aber im größeren Bild ist das jetzt hier der Trend der Bewegung und der ist gerade unten drunter durchgelaufen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie Sie das Ganze traden wollen, ob in den kleinsten Zeiteinheiten oder als Swing hier in dieser Tatsache. Fakt ist eins, man sieht halt auch durch die untergeordneten Zeiteinheiten, wie der Markt hier schön nach unten schwingt. Seht ihr das? Das ist mal Schön, der Trend, den wir hier in der Stunde haben, und wer das Ganze nutzen will, der wartet hier einfach einen Rücksetzer ab, wenn es rumdreht, beispielsweise. Was hier oben passiert am Test des Bruchlevels. Und wenn es hier wieder zum Umkehrsignal bekommt, dann bekommen wir im Kleinen die Bestätigung nach unten. Und das können wir immer wieder nutzen. Das heißt, wir haben hier wieder mal eine Marke, die Marktbeachtung findet, wo sich viele Händler drum kümmern können. Und das können wir natürlich für unsere Trades auch mit nutzen. Ronny, Euro-japanischen Yen gucke ich mir natürlich auch an. Machen wir gleich fertig. Danke für die Frage. Und damit gehen wir rüber zum US-Dollar-Schweizer Franken. Den haben wir aktuell innerhalb einer abwärts gerichteten Verortung. Das heißt, das große Bild hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen, das läuft nach unten. Und das, was wir hier sehen, ist der Trend nach oben als korrektive Phase. Das ist hochinteressant, aktuell zu sehen. Und wir sehen halt auch, dass dieser Trend aktuell, naja. Immer noch genug Käufer findet, um die Korrektur weiter voranzuschieben. Woran macht man das denn fest? Das macht man daran fest, dass wir hier, hier schaut's mal, hier unten hat man eine Korrektur, die haben wir sogar sehr, sehr schön auf Tagesbasis mit sehen können. Hier um die Marke von 098 war das Low von diesem Tag hier beziehungsweise hier haben wir noch diesen leichten alten Widerstandsbereich der hat schon dafür gesorgt dass wir gestern wieder Kaufinteresse gesehen haben das heißt gestern gab es eine deutliche intradekus Umkehr und wenn sich das Ganze fortsetzt, dann haben wir halt die Chance, erst einmal wieder hier oben ranzulaufen an dieses Hoch der aktuellen Korrektur. Da brauchen wir nur die Dynamik nach oben. Ja? Heißt also, wir sind hier weiterhin im Korrekturmodus. Das ist ganz klar. Schön ist, dass wir hier auch immer mal Korrekturen sehen in diesem Bereich. Da kann der Markt sich immer mal so ein Stückchen ausruhen. Und er gibt uns Händlern halt auch die Chance, irgendwann auf den Abwärtszug wieder aufzuspringen. Das heißt, im kurzfristigen Bereich ist es extrem interessant zu sehen. Was jetzt hier an dieser Stelle passiert, laufen wir tatsächlich wieder weiter nach oben, dann sehen wir die Dynamik möglicherweise hier oben reinlaufen. Dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass wir zunächst erst noch mal ein bisschen was hier in Richtung dieses Trendhochs bei 0,99,51 verdienen können. Allerdings, wenn der Markt hier rumdrehen sollte, wäre das auch wieder ein Zeichen, dass dann langsam Schwäche reinkommt. Ja, das ist dann interessant, da müssen wir einfach drauf abwarten. Deswegen kommt es jetzt einfach mal darauf an, wie hier der persönliche Trading-Horizont ist. Wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, definitiv, wenn wir dieses Level hier unten brechen, unter diesem Magentafarbenen Bereich durchfallen, ist dieser Aufwärtstrend erstmal per se und der Markt läuft wieder runter in Richtung Tief. Hier, das haben wir ja gehabt, bei 0,969. 3,9, das war das Low an diesem Bereich. Läuft es nach oben, haben wir weitere Korrekturausdehnung und der Widerstand ist fest im Blick hier oben, die Marke von 1,00, 1,26. Also sehr interessant, was hier passiert. Also wichtig zu beachten: Das hier ist der Trend, der nach oben läuft. Das ist der Korrekturtrend. Und solange der intakt ist, läuft die Korrektur weiter. Kommt es hier zu Bruchszenarien, dann könnten wir durchaus die Tatsache sehen, dass der Markt wieder rumdrehen möchte. Und das wäre doch eine relativ interessante Geschichte weil dann bekommen wir das Umkehrsignal und wenn das Bestätigung findet, dann können wir hier deutlich weiter nach unten traden und wenn wir uns das ganze Bild mal auf der Woche auch anschauen, dann sehen wir halt der Wochenchart, der hat durchaus noch einiges an Potenzial, ne? wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier unten das Low, und wenn wir dann hier oben rauskommen und die Woche diese Umkehrkerze, eine Umkehrkerze wird und nach unten Bestätigung findet, das gibt viel, viel Potenzial nach unten. Wir haben hier dann noch das Trendtief liegen, das alte Trendtief, das haben wir schon mal rausgenommen, das heißt wir haben hier als Ziel den Test des aktuellen Los bei 096939 und wird diese Marke dann gebrochen, gibt das dann den weiteren Weg frei in Richtung dieses Supports hier unten, was wir hier haben, das war das Tief vom September 2018 um die Marke von 09542, das ist dann offen, ja, wir müssen jetzt hier also nur warten, bis die Umkehr kommt und dann kann die Post nach unten auch mit abgehen, wie schon gesagt, noch ist die Korrektur dort nicht zu Ende, aber wie ist es immer, auf die Lauer legen, das richtige Setup abwarten und dann zuschlagen? So funktioniert das hier im Trading. Das war hier US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann gehe ich mal auf den Wunschmarkt. Ronny, jetzt gehen wir auf Euro, japanischen Yen. Ich ziehe mir mal kurz drüber rein. Ich hoffe, ich finde gleich ein Chartfenster, wo das Ganze auch schön sauber ist. Euro japanischer Yen. So, hier müsste er irgendwo stehen. Da haben wir einen. Ziehen wir ihn rüber. Gehen wir in den Tageschart hinein. Oho, sieht nett aus. Gut, da haben wir es. Euro japanischer Yen. Das ist eine spannende Geschichte. Das ist etwas, was ich häufig sehe. Aber gar nicht so einfach zu handeln ist. Ich sehe es, wir hatten den Markt hier an dieser Stelle schon mal besprochen, sonst wären ja die Markierungen nicht da. Ordnen wir das Gesamtbild einfach einmal ein. Also übergeordnete Richtung momentan definitiv noch abwärts gerichtet. Wir hatten hier oben am aktuellen, sage ich mal, Zwischenhoch um die Marke von 123, 174, also 123, 174 einen Support, der hier auch für eine deutliche Umkehr gesorgt hat. Das sieht man auch schön, der Markt trendet hier schön nach unten. Ähm, wenn ich mir das gesamte Gebilde hier jetzt mal so anschaue, sehe ich einen vollständigen Abverkauf dieser Aufbewegung. Heißt an dieser Stelle, worauf schaue ich hier? Ich zoome mal kurz etwas näher ran, damit ich die wichtigen Fakten mal ins Bild bekomme. Also, worauf ich hier schaue, ist in diesem Moment, äh, wenn ich so eine Situation habe, dass wir hier oben innerhalb der laufenden Korrektur einen, einen, einen Test dieses alten Hochs hier gesehen haben, dieses Zwischenhochs und dort direkt den Abverkauf gesehen habe, dann schaue ich mir immer die untergeordneten Trendverläufe an. Und hier sehe ich halt, dass die Stunde, die hier reingelaufen ist, komplett abverkauft wurde und der Markt jetzt hier so seitwärts hochläuft. Das heißt, das macht für mich eher so ein bisschen einen bärischen Eindruck. Wir haben hier so eine Art Flaggenformation, also eine bärische Flagge an dieser Stelle. Ähm, das heißt, wir hatten hier unten auch schon mal einen Test draus. Das heißt, an dieser Stelle haben wir so ein bisschen... Hickhack hin und her, wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen, weil der Markt ist jetzt nicht so dynamisch stark nach unten gelaufen, war aber auch nicht dynamisch stark nach oben unterwegs. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo oben mal was gebrochen wurde, dann gehen wir direkt wieder in die andere Richtung, brechen hier so ein bisschen was unterhalb, dann laufen wir wieder hoch. Also das ist so ein bisschen so ein Hin und her. Das ist ein guter Markt für kurzfristiges Trading. Für Swings im längerfristigen Bereich ist das erfahrungsgemäß gar nicht so leicht, das Ganze zu handeln. Schauen wir uns das Ganze allerdings mal an. Einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Wir haben jetzt hier nämlich eine Situation, wo wir sozusagen hier mal einen Schub rausgenommen haben. Ich mache das mal kurz in einer anderen Farbe, damit wir das trennen können. Also diese Bewegung hier, das ist so eine Bewegung, ähm, die die vorhergehenden Trends ein bisschen egalisiert hat. Das heißt, hier, wo wir hier drüber gelaufen sind, ist erstmal die Abwärtsdynamik deutlich rausgegangen das wurde aber wieder abverkauft. Das heißt, wir wussten, ah, mit diesem ist erstmal irgendwas nicht mehr in Ordnung hier, mit diesem starken Abwärtsschub. So jetzt haben wir hier untergeordnet das ganze rausgenommen, wir wissen also, aha, auch nach unten ist es nicht ganz so in Ordnung, aber da der übergeordnete Eindruck hier weiterhin bärisch ist, das sehen wir auch, wenn wir uns die Woche mal anschauen. Die ist halt abwärts gerichtet, das sehen wir hier auch im großen Bild, schwingt das Ganze nach unten. Ähm, bin ich halt ein Freund davon, die bärischen Charaktere so ein bisschen zu bevorzugen. Das heißt, wie ich mich jetzt hier äh, bei der Chartlesung aufstelle, ist einfach, dass ich mir das ganze Bild, was wir hier sehen, jetzt mal im Stundenchart anschaue, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo der Markt halt hin will. So, das zoome ich jetzt mal ganz kurz rein, damit auch jeder sieht, was ich hier meine. Also, wir haben hier oben. Den Test dieses Levels gehabt. Ne? Hier haben wir schön gesehen, wir haben einen Markt gehabt, der ist hier hochgelaufen, hat korrigiert, hat einen Aufwärtstrend gebildet, hat korrigiert, hat einen Aufwärtstrend gebildet, der hier oben dieses Hoch auf Tagesschatz mal kurz angelupft hat. Danach ist er direkt runtergefallen. Ne? Das ist so eine starke Dynamik, die wir hier nach unten bekommen haben, auch. Also genauso wie in diesem großen Bild hier. Das heißt, das ist schon eher der bärische Charakter da. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist halt die Flagge. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich eine Bestätigung bekommen, dass wir wirklich unten raus wollen, dann bestätigt sich dieser bärische Charakter immer mehr. Das heißt, wir haben ja jetzt hier schon den ersten Testversuch gehabt, nach unten raus zu laufen. Das haben wir jetzt als korrektive Phase gehabt. Und wenn sich das Ganze hier nach unten fortsetzt, das bedingt jetzt natürlich so ein bisschen Geduld. An dieser Stelle muss man als Händler einfach geduldig sein. Aber. Wenn wir die Geduld aufbringen, auf den Trade zu warten, das heißt, wir legen uns dann in diesem Moment, wenn wir warten, bis dieser Trend hier entsteht, wir legen uns einfach als Händler hier unten auf die Lauer. Und wenn es da einfach zur Abwärtstrendbildung kommt, dann haben wir schon gute Karten, dass der Markt diesem ganzen bärischen Szenario weiter folgt und wir dann unten reinlaufen können. Ne? Und was wir hier gerade gesehen haben. Im Stundenchart war ja diese, dieser kleine grüne Bereich, den ich hier drüben markiert hatte. Und das ist der wichtige Bereich vom Trendverlauf, der nach oben ging. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz anschauen, schaut euch das mal an. Wir hatten ja hier einen wichtigen Supportbereich. Und den hat der Markt jetzt hier schon mal komplett rausgenommen auf Tagesbasis. Ja, jetzt sind wir nochmal drüber vorbeigelaufen und die Chance besteht halt, dass wir diese Abwärtsdynamik bestätigt bekommen, wir den Bruch dieser Phase, dieser untergeordneten Aufwärtsphase definitiv bestätigt bekommen und dann hier nach unten laufen können und dann können wir uns tatsächlich wieder in den Tageschart fokussieren und den Markt nach unten anlaufen. Erstes Zwischenziel natürlich das aktuelle Tief hier unten von dieser Bewegung nach unten um die 1,27. 8, 3. Das war das Low hier unten. Und wird das dann gebrochen, heißt das halt Trendfortsetzung des ganzen Bereichs nach unten. Und dann sehen wir hier das Jahreslow bei 118,785 in greifbarer Nähe. Das ist also mal der Fortgang, den wir dann hier sehen. Ich werde sagen, diese Handelsidee werde ich auch mal aufgreifen. Das schauen wir uns ein bisschen an, wenn wir hier tatsächlich die Bestätigung kommen, bringe ich das hier, sofern es der Markt uns zulässt, nochmal mit ins Bild rein. Ronny, ich hoffe, das hat soweit gepasst die kleine ja, Analyse der aktuellen Situation und ich mache hier einfach weiter im Text. Wenn nicht, bitte einfach noch mal ganz kurz nachfragen. Tagesnachrichten sind durch. Schauen wir zurück auf die wichtigen Termine aus der aktuellen Woche. So richtige, viele wichtige Zahlentermine mit den drei Bullenköpfen hier an dieser Stelle. Sieht man, gab es diese Woche nicht ganz so viele. Wir hatten die Rohöllagerbestände und wir hatten am Donnerstag den Verbraucherpreisindex und am Dienstag die Jolls Stellenangebote. Jolls Stellenangebote waren etwas rückläufig. Das war eine kleine schlechte Nachricht für den Markt, aber wäre halt gut gewesen für das Thema Zinserhöhung. Das spielt der Markt ja immer noch in den USA. Die Rohöl-Lagerbestände, die sind doch sehr, sehr deutlich, sehr, sehr deutlich äh, nach unten gegangen. Das heißt, hier war der Rückgang deutlich schlechter, äh, deutlich größer als erwartet an dieser Stelle. Das hat man dann auch damit gesehen, dass der Rohölpreis doch deutlich angestiegen ist. Ne? Wenn wir uns den Chart mal anschauen hier. Die Dynamik ist weiterhin sehr, sehr bullisch. Wir haben diesen, diese schöne Umkehr hier unten raus gehabt und dann oben diesen Widerstand komplett rausgenommen. Nicht nur angetestet, sondern rausgenommen. Und aktuell stabilisiert sich der Markt. Nächster Bereich wäre dann wirklich, das Feld ist frei in den Widerstand um die knapp 64 Dollar Marke. Das ist sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich der Markt hier weiterentwickelt. Das Ganze befeuert hier durch die Entwicklung am Rohölmarkt. Und wenn wir uns dann mal noch die Verbraucherpreisindizes, also die Kernrate den Verbraucherpreisindex in den USA anschauen der hat etwas weiter angezogen hier 14.30 gestern haben wir die Zahlen bekommen der steht aktuell bei 0,3 das waren mal so ein paar sehr sehr wichtige Zahlen an dieser Stelle ansonsten der Fokus aktuell sehr sehr stark bei den Zentralbanken. Das heißt, wir sehen in der Wirtschaft momentan äh, immer wieder mal so ein paar Bremsspuren. Äh, das ignorieren die Marktteilnehmer momentan, allerdings, weil einfach die Zinsfantasie da ist. Ja. Und diese Zinsfantasie, die hat ja Paul unterstützt durch seine Reden, die er diese Woche gemacht hat. Er ist sehr, sehr vorsichtig, derwisch, wie man das Ganze so schön bezeichnet, äh, in, den, in den USA ähm, mit seiner Vorgehensweise, mit der Betrachtung der Wirtschaft. Will die Wirtschaft halt unterstützen. Der Markt preist momentan wirklich eine, Zinserhöhung, eine Zinsreduzierung ein. Heißt also hier, er rechnet ganz stark damit, dass Ende Juli zum 31. Juli ist, glaube ich, der nächste Stichtag, dass dort die Zinsen um 0,25 Prozent, also um 25 Basispunkte, nach unten abgesenkt wäre. Das preist der Markt momentan auch ein. So liest man das Ganze aus den allgemeinen Medien. Und dann werden wir sehen, was hier Ende Juli. An ja, Nachrichten dazu kommt, um das Ganze hier auf den Punkt zu bringen. Auf alle Fälle sehr, sehr spannend, was hier geschieht. Und damit schauen wir dann mal noch in die Termine für die nächste Woche. Äh, ja, gut, Montag in Japan ist Feiertag. Da fehlt im Währungsbereich teilweise ein kleines bisschen Geld. Das soll uns hier aber nicht vom Traden abhalten. Am Dienstag geht es dann weiter mit sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland. Es gibt die zew Konjunkturerwartung, wir bekommen aus den USA die Einzelhandelsumsätze als äh, ja, sage ich mal, kleinen Blickpunkt, wie gut die Wirtschaft, die Binnenwirtschaft in den USA läuft. Am Mittwoch gibt es dann den Verbraucherpreisindex der Eurozone, ja weiterhin das Sorgenkind der EZB. Die USA gibt uns Baugenehmigungen, es gibt die Rohöl-Lagerbestände wieder. Das heißt, hier sehen wir auch eine Prognose, Rückgang von 3 Millionen Barrel wird hier erwartet. Und am Donnerstag ein sehr, sehr wichtiger Index aus den USA hier, der... FiliFED-Herstellungsindex, der ist extrem wichtig, weil das ein Indikator ist, beziehungsweise ein Index, den sich die FED auch sehr, sehr genau anschaut und so ein bisschen das Ganze auch einfließt in das Thema ähm, der Zinsberechnung, beziehungsweise ob nun die Zinsen tatsächlich gesenkt werden sollten oder nicht. Das wird hier. Zünglein an der Waage mit Sicherheit auch mit sein. Deswegen ein sehr, sehr starker Faktor für die Märkte an dieser Stelle. Das also hier die Vorausschau für die kommende Woche. Und dann gehen wir an dieser Stelle mal rüber in die aktuellen Indizes. Das heißt, hier an dieser Stelle gucken wir uns mal die großen Charts wieder an. Heißt also hier Tageschart im Bereich Deutschland und den USA. Und wir sehen in Deutschland es geht wie am schnürchen gezogen so weiter wie wir das letzte woche ja den beginn gesehen haben wir haben eine korrektur zack steil runter stundenchart intakt abwärts gerichtet aber der aufwärtstrend ist weiterhin intakt punkt bitte im kopf behalten ja also jetzt nicht hier kühle füße oder kalte füße bekommen und sagen oh gott ich muss jetzt alle meine positionen auf long verkaufen und gehen nur noch short Macht das nicht. Im kurzfristigen Bereich kann man den Stundentrend schön dafür nutzen, immer mal ein Stück weit nach unten zu traden, wenn man sich an den richtigen Stellen positioniert. Ja, das sehen wir im DAX ja auch immer wieder sehr, sehr schön. Wir haben den laufenden Abwärtstrend. Und wo ist denn da das Problem, dass man sich diese Korrekturbereiche immer wieder raussucht und immer dann, wenn der Markt rumdreht, das Ganze nach unten tradet? Es geht doch. ja. Hier schaut es euch an: Aufwärtstrend, hier letztes Korrekturtief. Gebrochen, weg. Hier das gleiche Spiel. Oben rein, Umkehrkerze bestätigt, weg. Kann man nutzen. Wunderbar. Das ist das Schöne. Hervorragender Lauf nach unten. Und was ich an diesen Situationen immer sehr, sehr, sehr schön finde ist. Wir sehen verdammt schnell, wenn die Korrektur zu Ende geht. Nämlich, wenn der Trend hier gebrochen wird und ein neuer Aufwärtstrend in der Stunde sich etabliert, dann läuft es wieder in Richtung Tageschart. Da müssen wir nur drauf schauen. Das heißt, wir wissen, Tageschart ist weiterhin grün. Wir sind weiterhin verortet hier im Aufwärtstrend, was wir hier sehen, ist eine schöne, steile Korrektur nach unten. Natürlich ist es immer ein bisschen, hat immer ein bisschen... Bitteren Beigeschmack, wenn die Korrektur wirklich so extrem tief läuft. Das liegt auch daran, wenn wir uns mal die Wirtschaftsnachrichten in Deutschland anschauen. Wir haben momentan immer wieder negative Meldungen. Ja? ZEW-Konjunkturindex und 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 negativ. Erwartungen über die wirtschaftliche Entwicklung. Negativ. Prognosen für die Wachstumsraten negativ. Die werden zurückgenommen. Die Wirtschaftsweisen passen ihre Korrektur, äh, beziehungsweise passen ihre, ihre alten Bestätigungen an oder ihre alten Voraussagen an. Negativ gesehen. Wir hören von den Märkten, die Deutsche Bank baut Stellen ab. Es gibt bei Siemens was. Und überall kann man hören, dass Stellen zurückgefahren Der Automobilsektor ist in Problemen. Das sorgt natürlich dafür, dass gerade sehr, sehr viele negative Bilder gespielt werden. Auch der Handelsstreit, das bringt den Markt. Hier ordentlich unter Druck. Aber wenn wir cool bleiben, warten wir hier einfach mal ab, was passiert. Vielleicht fängt der Markt irgendwann an, diese Nachrichten auszublenden und die Zukunft zu spiegeln. Weil wir wissen ja beispielsweise auch, dass gerade der Dienstleistungssektor weiterhin recht gut funktioniert. Und wir wissen ja auch, dass in der Zukunft relativ viel in Zukunft, äh, beziehungsweise in der, sag ich mal, digitalen Welt geschehen wird, gerade viel im Dienstleistungssektor auch unterwegs ist. Das könnte eine sehr, sehr gute Stütze aktuell für die Wirtschaft sein, bis der Export wieder anfängt zu boomen. Thema Handelsstreitigkeiten vom Tisch. Das sind alles Fakten, die wir hier auf dem Tisch haben. Und diese Nachrichten kommen ja auch über mal über den Ticker. Ja? Und das ist doch sehr, sehr schön äh, dazu, dass wir hier die Marken wieder sinken. Und dann ist noch ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Ja? Das zweite Quartal ist um. Und was kommt immer, nachdem ein Quartal um ist? Genau, es fängt die Berichtssaison an. Und das gilt für die US-Indizes genauso auch wie für den DAX. Wenn wir hier in der Berichtssaison Zahlen bekommen, werden wir sehr, sehr häufig, das haben wir im Chemiesektor jetzt auch die letzten Tage gesehen, möglicherweise, sage ich mal, Vorstände hören, die sagen: Hier, wir müssen unsere Prognosen ein bisschen was zurücknehmen. Was wir hier in den letzten Tagen schon gesehen haben, ist ja eine Einpreisung solcher Szenarien. Und wenn es dann plötzlich doch nicht so schlimm ist, wie der Markt das eingepreist hat, was passiert dann? Dann werden ganz oft die Käufer wieder aktiv. Und das müssen wir einfach nur beobachten, die fundamentalen Daten mit den, mit den technischen Daten mit zusammenziehen und dann das Ganze rumdrehen und sagen, wenn der Markt jetzt hier tatsächlich rumdreht, die Stunde diesen Abwärtstrend verlässt und einen neuen Aufwärtstrend nimmt, dann sind wir da, dann greifen wir an und dann können wir unsere Long-Position wieder bespielen. Das ist ja eine Strategie, die kann man ja fahren und die funktioniert wirklich sehr sehr schön. Also, das hier mit Blick in den DAX und dann schauen wir mal noch auf die US Indizes. Das ziehen wir mal hier rein, S&P 500. Bitte jetzt nicht die Augen reiben, ja, das sieht so ein kleines bisschen anders aus wie im DAX. Der DAX korrigiert ziemlich stark, S&P 500 läuft auf Allzeithoch. Da mag der ein oder andere sich mal wieder die Augen reiben und sagen, huh, wie geht denn das? Die Wirtschaft in den USA brummt halt und die Aussicht aufs billige Geld, die macht genau das, was es bisher in der Vergangenheit auch immer gemacht hat. Es führt zu Investi Investitionen im Aktienmarkt und das treibt natürlich die Kurse. Hier die Bullen weiterhin sehr, sehr, sehr schön intakt. Ich zeichne mal hier. Diesen Aufwärtstrend auch gerne gleich mal noch weiter. Kurzen Augenblick mache ich direkt mal fertig hier. Zack, so, da haben wir es drinnen. Also, der Aufwärtstrend ist schön am Laufen. Wir hatten hier ein interessantes Korrekturlevel. Da habe ich hier ja auch aufmerksam darauf gemacht, dass wir möglicherweise mit einem Rücksetzer hier unten in dem Bereich um die knapp 2950-Punkte-Marke wieder Käufer finden könnten. Jetzt schaut euch das mal an. Genau an diesen Stellen kommen dann wieder Käufer rein und das ist ja interessant. Das ist jetzt keine Vorhersage, die man an solchen Situationen äh, immer wieder feststellt, sondern es ist ein klassischer Erfahrungswert, wenn man einfach weiß, wo Orders liegen könnten und der Markt dann genau das positive, Spiel, äh, das positive Bild spielt, ist ja das recht interessant. Also dieser Trend hier ist weiterhin am Laufen und übrigens, wenn wir uns das hier drüben mal ganz kurz in der Stunde auch anschauen wollen. Schaut euch das mal an, da sehen wir das Bild auch. Hier unten hat der Markt rumgedreht. Schaut mal, hier ist der Bewegungstrend. Der ist mit einem Mega-Move gebrochen worden und dann fing der Markt an, nach oben zu trenden. Das sind so Trendumkehren, ja. Und das zeigt uns hier der Markt relativ gut an. Und auf genau sowas warte ich persönlich, also den Handel, den ich jetzt in DAX beispielsweise auch umsetze auf Tagesbasis, auf genau so ein Szenario warte ich für die Long-Richtung. Und wenn das kommt, dann bin ich sehr, sehr gern dabei. Das nehme ich sehr, sehr dankend an. Das also hier zum SP 500. Gehen wir rüber in den Dow Jones. Dow Jones ebenfalls hier auf Allzeithoch weiter mit drinnen. Hier hatten wir ja auch schon mal eine kleine Projizierung gemacht. Also, wir stehen jetzt hier wirklich sehr, sehr schön. Auch ein sehr, sehr bullischer Markt. Alles läuft wirklich gut nach oben. Hier gibt es nicht viel zu sagen. Weiterhin grün der Markt an dieser Stelle und zeigt uns halt, dass die Kurse erstmal den ja, Markt nach oben weiter treiben, die Händler gerne auf der Käuferseite unterwegs sind und damit hier die Kurse weiter nach oben treiben, weil hohe Nachfrage bedingt einfach ein hohes Preislevel und steigende Preise gehen, damit sozusagen auch einher, heißt also hier das ganze schön zu sehen und hier haben wir auch mal so eine Situation mit aufgezeigt. Schaut, hier hat die Stunde nach unten getrendet, hier kam der Bruch und dann ging es schön Trendig mit nach oben auch in den untergeordneten Zeiteinheiten kann man super nutzen. Dow Jones auch ein Bulle und das gleiche Bild sehen wir selbstverständlich im technologielastigen Index hier die Woche schön aufwärts gerichtet. Der Trend auf Tagesbasis ebenfalls fortgesetzt, das Ganze auch schön aufwärts gerichtet. Ob es jetzt direkt weiter nach oben läuft zum Wochenabschluss oder die Märkte erstmal in eine Korrektur gehen, gut, das müssen wir einfach abwarten. Dafür haben wir unsere Stops, wenn der Markt doch rumdrehen sollte. Aber auch hier im Technologiesektor der Markt schön nach oben aufwärts gerichtet. Das macht wirklich Freude, das zu sehen, dass die Teilnehmer auch das so antizipieren, wenn wir es lesen. Es sieht weiter sehr, sehr bullisch aus wir sind hier immer auf der hut ja die zinsen können viel bewegen aber es sind halt beispielsweise auch aktuell die zinsstrukturen die inversen die bauen sich ab. Wenn sie, wo, sie, wo sie schon da gewesen sind das unterfeuert alles den markt und genau das spielen wir hier aktuell auf dieser seite also das der kleine Rundumblick in die Indizes hinein. Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Es ist schon 10 nach 9. Ich glaube, wir belassen es jetzt hier an dieser Seite. Die Trading-Besprechung im US-Dollar, kan -Dollar, im KAN-Dollar, Schweizer Franken und Austral-Dollar, Euro, nein, Euro-Austral-Dollar. Die schieben wir mal auf, beziehungsweise ähm, ja, zeitlich wird es halt einfach knapp. Hatte auch keine Frage bekommen, ob man es sehen will. Das heißt, an dieser Stelle nehme ich einfach mal das so zur Kenntnis und sage, die Marktbesprechung, der große Rundumblick für heute, damit geschlossen, Zeit, den Handel in Deutschland auf die Wege zu bringen. Und wir machen jetzt weiter mit dem edukativen Part. Go to Webinar-Zuschauer, bitte direkt dranbleiben. Kurze Pause hier und äh, diejenigen, die auf. Im Stream in Facebook zuschauen. Ich mache einen ganz kurzen Break und dann geht es weiter hier mit dem Thema Go with the Flow. Keep it simple, stupid. Danke für die Geduld. Bis gleich.